Hänsler, schnell Nummer. Heute mal zum Thema Teriyaki-Soße. Was ist eigentlich Teriyaki-Soße? Und wir benutzen das ja oft in unseren Videos, haben auch ein Rezept zum selber kochen, verticken ja auch die Teriyaki-Soße in verschiedensten Geschmackrichtungen. Ging ja los, ganz früher haben wir nur die Classic. Wo ist sie? Die Classic, mittlerweile Knoblauch, Chili, Barbecue, Kirsche, vegan sogar. Aber was ist eigentlich Teriyaki-Soße? Teriyaki-Soße besteht eigentlich aus zwei Wörtern, Teri und Yaki. Und Teri steht halt für das Glänzen und Yaki bzw. Yaku ist das Grillen. Also ein sogenanntes, man könnte es zusammenfassen, so abgeglänztes Grillen. Teriyaki-Soße besteht ja aus Brühe, meistens ist es Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe. Dann ist noch Sake, Mirin dran, das ist süßer Reiswein, normaler Reiswein. Ordentlich Zucker ist da dran, das Ganze wird stark eingekocht, Sojasauce ist dran, wird dann abgebunden. Man muss sich vorstellen, wenn man, also nicht wie Sojasauce, Sojasauce ist viel, viel salziger. Eine Teriyaki-Soße ist schon würzig, hat aber auch durch den hohen Zuckeranteil, durch Mirin und Sake, so eine wunderbare Süße und ist abgebundener. Man sieht ja auch hier zum Beispiel hier Sojasauce, siehst du hier, das ist flüssig wie Wasser. Und hier können wir mal zeigen, Teriyaki-Soße sieht man hier schon, das ist eher dickflüssig. Und kommt immer zum Einsatz, obwohl das nochmal ein anderes Video. Entscheidend ist halt, diese Soße ist vom Geschmack her einfach so eine würzige, man kann sich vorstellen, wie eine deutsche Bratensoße in asiatisch und wird vorwiegend auch benutzt, wenn man was abglänzen will in der Pfanne oder wenn man so einen leichten Asia-Touch haben will. Und oft immer Hühnerbrühe und wie gesagt, deswegen haben wir extra so eine vegane Variante gemacht. Aber jetzt wisst ihr so ein bisschen, was ist eine Teriyaki-Soße?